Freunde, was geht? Weil ihr das letzte Mal das Video mit dem vercrackten Bär so abgefeiert habt, wird der Dulli heute unser Food Draft in EAFC 24 bestimmen. Viel Spaß mit dem Video, lasst doch sehr, sehr gerne Liebe da. Abonniert mal den Kanal und liked das Video, ihr Schlingel. Okay, let's go, wir gehen rein, wir rufen ihn mal an. Nein. Ajo, was geht, Bro? Gib mir eine geile Formation. Gib mir am besten die 4-3-1-2, komm. No. Dann die 5-3-2. No. Dann die 4-4-2, Bro. No. Gönn mir die 3-4-1-2 dann. Dürfen wir die nehmen? Yes. Dann wird's die 3-4-1-2. Here we go, let's go. Yes. Okay, Captain-Auswahl nicht so rosig. Bekommen wir Basely, Bro. Dürfen wir den nehmen? No. Dürfen wir Nani nehmen? Yes. Okay, Nani, komm rein. Okay, dann gehen wir zum ersten Stürmer. Was bekommen wir hier für eine Auswahl? Ja, wen nehmen wir da am dümmsten? Ich glaube, die Smith wäre ganz cool. Bekommen wir die? Gönnst du uns die Smith? Yes. Oh, besser ist. Yes. Dann rein mit ihr. Nächster Stürmer. Was bekommen wir hier für eine Auswahl? Ja, Brolin würde ich ganz gern mitnehmen. Bekommen wir den? Okay. Dann, ja, Terrier. Darf ich Terrier mitnehmen? Yes. Terrier, Abfahrt, rein mit dir. Dann kommen wir zum linken Mittelfeldspieler. Gib uns eine geile Auswahl. Hä? Auf einmal öffnet sich Fortnite. Okay, cool. Okay, die Auswahl ist nicht schlecht. Dürfen wir Pires mitnehmen? Gönnst du uns Pires? Ja, mach keine Faxen. Darf ich den mitnehmen? No. Dann aber Rafael Leao. No. Darf ich Garnacho mitnehmen? Yes. Okay, Garnacho, Abfahrt. Rechter Mittelfeldspieler. Oh ja. Darf ich Nico Williams mitnehmen? Yes. Ja, jetzt gönnt er aber, ne? No. Doch, doch. Yes. Erster Sechser. Bitte keine Schmutzauswahl. Ja, doch. Nee, geht. Darf ich Bergkamp mitnehmen? No. De Paul? Darf ich De Paul mitnehmen? No. Okay, dann Milinkovic Savic. No. Michael Merino? Gönnst du uns Michael Merino wenigstens? No. Dann wird's die Bride, oh mein Gott. Zweiter Sechser, jetzt aber bitte gönn. Gönn mal wieder, ja, besser ist. Aber jetzt Valverde, oder? Dann gib uns jetzt einen Valverde. Valverde wird schmecken, gib mir den. Yes. Oh, okay, cool. Erster IV. Oh, eine Schmutzauswahl. Da dürfen wir Klostermann einfach mitnehmen, oder? Yes. Oder nee, gib uns Vivian. Yes. Dann Vivian, komm rein, bisschen für Chem. Bisschen für die Chemie. Zweiter IV. Wer gibt uns hier ein bisschen Chemie? Darf ich David Alaba mitnehmen? No. Darf ich Ruben Dias mitnehmen? No. Dann die Buchananan. Yes. Buchananan, Abfahrt, rein mit dir. Letzter IV. Und jetzt bitte Van Dijk. Mach bitte keine Faxen, Talking Ben. Gib mir den Van Dijk. Darf ich ihn bitte mitnehmen? No. Oh, Bro. Aber den Coman. No. Marquinhos? No. Ja, dann die Raffaele. Yes. Raffaele, komm rein mit dir. Jetzt, Torwart, gönn mir Dudek. Yes. Auf süß gönnt er mir Dudek. Erster Reservespieler. Schmutzauswahl, gönn mir Pellegrini einfach. Yes. Okay, so sieht bis jetzt unser Team aus. Erste Elf, ganz okay, hätte aber besser sein können. Wir machen weiter mit der Reservebank. Oh, gönn mir den Ronaldinho, bitte. Gönn mir bitte den Ronaldinho. No. Oh, du Maniac. Dann zieh ich. No. Die Bühl? Yes. Dann die Bühl rein mit dir. Nächste Auswahl, jetzt aber ein Ruud Gullit. Gönn den Ruud Gullit. Darf ich ihn mitnehmen? Yes. Oh, wichtig. Nächster Reservebankspieler, Isco. Yes. Ja, machen wir es kurz und schmerzlos. Isco, rein mit dir. Letzter Reservebankspieler, gib uns nochmal eine coole Auswahl. Nix. Darf ich Fortunas mitnehmen? Yes. Fortunas rein. Dann kommen wir auch schon zur Auswechselbank. Erster Auswechselbankspieler. Gönn uns Coman. Yes. Coman dürfen wir mitnehmen. Rein da. Nächste Auswahl. Bitte jetzt die Hansen. No. Oh, warum macht er immer diesen? Dann aber Usman Musman. Gönn mir Usman. No. Dann aber Karamo. Yes. Karamo, rein mit dir. Oh yes. Bitte die Pelé. Yes. Yes. Bitte die Pelé und wir bekommen ihn. Wichtiger Hase. No. Doch, Bro. Wir gehen weiter rein. Bekommen wir noch irgendwas? Darf ich Semonio mitnehmen? No. Dann Vargas? Yes. Okay, Vargas, komm. Wohl Barella schlauer gewesen wäre, ne? Aber egal. Wir machen weiter. Und wir kriegen schon wieder so eine Schmutzauswahl. Augen dürfen wir mitnehmen, oder? Yes.
Ja, Haugen, rein mit dir einfach. Vorletzter Spieler? Warum bekommen wir jetzt nur noch so eine Auswahl? Gib mir Upamecano einfach. Yes. Upamecano, rein mit dir, vorletzter Spieler. Jetzt gehen wir in den Torwart. Letzter Spieler nochmal, danach noch der Coach. Wir bekommen Okocha, oder? Yes. War auch wieder nicht so eine rosige Auswahl. Damit steht unser Team, hätte besser laufen können. Aber die Bank, Reservebank, sieht doch dafür nicht schlecht aus. Mit Hullet, Pelé, die können wir doch noch einwechseln. Mal gucken, wir versuchen alles in Reis zu legen. Let's go. Aber davor gehen wir noch in den Coach rein. Wen bekommen wir da? Aber es gönnt hier keiner Chemiepunkte. Dann nehmen wir einfach Carlo Ancelotti, oder? Yes. Carlo, komm rein da. Damit haben wir am Ende einen 104er Draft. Mal gucken, was wird. Wir haben doch ein paar geile Spieler mit dabei. Okay, erste Game gegen Wolves, Amy. Mal gucken, was hat er so. Boah, sieht verbrechert aus. Was ein Brecherteam. Aber ich würde erstmal sagen, Hullet Pelé, macht euch warm. Und so gehen wir ins Game rein. Let's go. Er drückt uns direkt den Konter, oder was? Ne, warte mal. Und da ist gleich das 0-1. So schnell konnten wir nicht mal schauen. Pelé und Hullet waren nicht mal drin. Und es steht hier schon 0-1. Jetzt müssen wir uns mal raffen hier. Williams, mach was. Geh ab, Bro. 90 zurück. Smith. Langes Eck, Smith. Ne, er muss uns halt nur auskontern, ne? Dreierkette ist sehr bruchig. Und da ist es 0-2. Wir sind offen wie ein Scheunentor. Was geht hier ab? Zurück, Jungs, zurück. Nicht hier das 0-3 direkt. Nach 12 Minuten. Er muss nur durchlaufen. Was passiert hier? Mann, Ben, Brudi, warum gönnst du uns keine Viererkette? Jetzt mal ruhig. Das Spiel ruhig machen. Wir bekommen unsere Chancen. Und ja, Williams. Geh ab, Pelé. Wieder auf. Hullet, machen jetzt. Aber der steht im Abseits. Hullet, du Rentner. Mein Gott. Ein Pass nach vorne und er ist durch, oder was? Ist das respektlos. 0-3. Ich muss hier an den Taktiken schrauben. Wir sind offen wie ein Scheunentor. Mal gucken, ob es jetzt besser wird. Oder ob wir hier direkt in der ersten Runde rausfliegen. Was sind das auch für Pässe? Ich spiele wie der größte Rentner. Senioren zocken oder was? Ich muss mich jetzt hier mal raffen und ein bisschen reincremen. Aber der ist doch auch offen wie ein Scheunentor. Noel, jetzt mach was. Langes Eck. Smith, wohin feuerst du das Ding? Und wir gehen mit einem 0-3 in die Halbzeit. Dann machen wir halt jetzt 4 Dinger in der zweiten Halbzeit. Und er ist auch noch ein Mann weniger. Ich hab's ja gar nicht gecheckt. Und er spielt uns trotzdem so an die Wand. Was macht er mit seinem Eusebio? Oh mein Gott, er muss nur R1 drücken. Durchlaufen. 0-4. Ich kann das alles nicht mehr. Ja, komm, jetzt aber. Jetzt aber mal. Anschluss. Anschluss machen mit Nani. Aber Cassias ist wieder da. Warum bekommen wir so einen Krämer im ersten Game? Jetzt zocken wahrscheinlich echt keine Bots mehr, FIFA. Ende März ist das Ding over. Da hat uns der Ben Abi schon Pelé Hullet gegeben. Und wir bekommen trotzdem nichts gebacken. Miff, jetzt aber. Komm, Garnacho. Mach Meter. Mach Meter. Ballrolle. Und vorbei. Wohin? Wo fällst du hin? Und wegen was? Jetzt bekommt er auch noch einen Elfmeter. Ich hab doch gar nichts gemacht. Und da ist es 0-5. Da gehen wir dick unter. Nani, jetzt aber mal. Anschlusstreffer, 5-1. Jetzt noch ein Comeback. Wir versuchen unser Bestes. Pelé, wo läufst du denn hin? Der macht auch nur noch die einfachen Wege. Der alte Sack. Nee, nicht Eusebio. Nicht wieder der. Und wieder wird nur durchgelaufen. Ne. Die Formation hat uns, glaube ich, so dick geknallt. Warum sind wir so offen? Ich hab doch auch schon an den Taktiken geschraubt. Oh, Pelé dreht nochmal auf und macht hier das 6-2. Aber leider zu spät. Der flext mich nochmal um. Konaté kriegt nochmal gelb-rot. Am Ende gewinnt der Bremen mit 6-2 und hat uns mal kurz auseinander gepflückt. Dann würde ich sagen, gehen wir noch in ein zweites Draft rein. Mal gucken, was der Bär uns jetzt gönnt. Ich call ihn an. Nein. Jetzt gönn mir die 4-2-3-1 bitte. Darf ich die mitnehmen? No. Die 4-3-3? Yes. Dann wird's die 4-3-3 defensiv. Let's go. Was bekommen wir für einen Captain? Zico? Yes. Okay. Cooler Typ. No. Dann der rechte Flügel. Gib uns wieder eine Brecherauswahl. Wie hört sich Ashley Cole für dich an? Darf ich den mitnehmen? Yes. Ashley Cole, rein mit dir. Linker Flügel? Okay, Mbappé. No. Oh, wieso? Dann Ansu Fati?
Yes. Dann gehen wir mit Ansu Fati rein. Stürmer ist eine Schmutzauswahl. Aber wer gönnt uns hier ein bisschen Chemie? Darf ich Eduard mitnehmen? Yes. Eduard, ab ins Team mit dir. Dann der erste Sechser. Aber wieder so eine Schwanzauswahl. Und da gönnt auch keiner irgendwie Chemiepunkte. Dann nehmen wir die Legende Robert Andrich mit. Gönnst du uns den? No. Dann Arnold? Yes. Maxi, komm. Zweiter Sechser, jetzt muss aber mal wieder was gönnen. Darf ich Kanté mitnehmen? No. Dann darf ich aber Palinja mitnehmen? No. Oberdorf? No. Heulund? Darf ich Heulund mitnehmen? Yes. Dann wenigstens Heulund, wenn ich die anderen drei schon nicht mitnehmen darf. Dann der linke AV. Ein Davis wird schmecken, ne? No. Ein Hernandez wenigstens? No. Aber dann den David Raum. David Raum oder nix? No. Dann die KB. Yes. Rechter AV. Da nehmen wir den Lautrup, oder? Yes. Lautrup besser ist. So, erster IV. Jetzt aber ein Van Dijk. No. Wieso denn immer? Dann Todibo. No. Okay, dann Eric. No. McAllister? No. Dann wird's am Ende die Kuh. Dann bleibt der nur noch übrig. Yes. Okay, jetzt gönnen wir aber einen. Dürfen wir Dank mitnehmen? Yes. Oh, besser ist. Dann nur noch der Torwart für die erste Elf. Van Nistelrooy, komm. Yes. Ja, so nämlich, Bruderherz. Wir starten direkt rein in die Reservebank. Okay, Frankie de Jong. Hört sich gut an, ne? No. Dann die Lavelle? No. Die Kerr? Yes. Kerr hört sich gut an, okay. Zweiter Auswechselspieler? Ja, Bellingham. Darf ich Bellingham mitnehmen? Yes. Ja, so nämlich. Wir gehen in die nächste Auswahl. Ja, Sanchez hört sich doch sehr sexy an, oder? Yes. Ja, finde ich nämlich auch. Gerade hat er mal eine Phase, wo er gönnt. Dann gib mir jetzt Puskas. No. Cantona? No. Kanu dann? No. Grimaldo? Yes. Dann wenigstens Grimaldo. Letzte Auswahl der Reservebank. Bekommen wir Brian? Yes. Brian, rein. Dann geht's weiter mit der Auswechselbank. Daniel Abi hört sich doch sehr sexy an, oder? Yes. Daniel Malen, cool. Zweiter Auswechselspieler? Oh, bitte einen Cruyff. No. Einen Salah? Yes. Salah, rein mit dir. Okay, nächste Auswahl. Wir gehen wieder rein. Ja, sieht cool aus. Neymar Junior? Yes. Ja, so nämlich. Und dafür ist die nächste Auswahl aber Schmutz. Da nehmen wir einfach einen Kluivert mit, oder? Yes. Kluivert kommt rein. Drei Spieler noch und dann noch der Coach. Darf ich hier den Machado mitnehmen? Yes. Besser ist nämlich. Okay, vorletzter Spieler, gib uns nochmal einen Cafu. No. Ach, warum gönnst du nicht? Dann einen Lizarazu. Yes. Ja, besser ist Lizarazu. Dann noch der Torwart. Wer ist hier cool? Aber da haben wir schon Van Nistelrooy, da können wir eigentlich Ter Stegen mitnehmen, oder? Yes. Ter Stegen für Deutschland. Okay, damit steht unser Team. Sieht eigentlich nicht schlecht aus. Kann man mitarbeiten, mal gucken, was wird. Oder ob wir direkt wieder in der ersten Runde rausfliegen. Wir gehen noch in den Coach rein. Er würde uns Erdogan am meisten bringen. Yes. Erdogan, komm rein ins Team. Du darfst die Jungs trainieren. Am Ende ein 115er Draft. Wir switchen hier nochmal auf der Bank rum und dann gehen wir rein, würde ich sagen. Dann let's go, mal gucken, ob es jetzt besser läuft. Aber sein Team schaut doch machbar aus. Und wenn ich hier schon wieder eine Hulle sehe, ne? Aber gib mir jetzt wenigstens nicht so einen verkrämten. Ja, das ist doch ein geiler Ball auf Eduard. Nee, der muss raus. Der muss raus. Macht er clever, holt er noch. Den bekommt er noch. Ansu Fati. Ansu Fati irgendwie rein. Und back dich durch. Oh mein Gott, wäre das Tor geil gewesen. Jetzt Cole. Geiler Ball. In der Mitte ist Zico. Der muss nur noch an Van Dijk vorbei. Mach ihn irgendwie. Nee, aber Sanchez nimmt den Rebound. Geh doch auf deinen Ball zu, Neymar. Auf was wartest du? So viel Speck angefressen. Nee. Das lässt er sich nicht zweimal sagen. Neymar auf Sanchez. Der auf lange Eck. Aber der choked. Den brauchen wir. Wunderbar. Dank, du bist der Beste. Und jetzt Tempo zünden. Hugo Sanchez. Langes Eck, grüner Time Finish. Aber der geht durchs Netz durch, oder was? Wie kann der vorbeigehen? Komm, Lautrup, mach Meter. Ja, geiler Ball. Ruhe reinbringen. Auf Zico, der macht nichts. Damit führen wir 1-0 zur Pause. Here we go, wir gehen wieder rein. Zico, lauf einfach mal. Du bist doch schnell. Ja, bleib am Ball. Mit Hugo. Hugo Abi. Und ja, da ist es 2-0. Cole macht's.
Jetzt kommt er aber mal wieder mit Dybala. Dybala, nee, Van Nistelrooy ist da. Ja, besser ist. Und wir fahren den nächsten Konter. Hugo Sanchez. Kreuzen. Rennen vorbei. Oh mein Gott, er hätte nur noch schießen müssen. Und wieder Hugo Sanchez. Hugo Sanchez, oh mein Gott. Jetzt Neymar, komm. Komm, Neymar. Fahr den Schlitten. Geiler Ball auf Zico. Kurzes Eck geschweißt. Da ist es 3-0. Neymar. Neymar, mach was. Und wieder ins kurze Eck. Das Ding ist over. Der macht einen Alt-F4-Quitter. Oder bleibt er drin? Nee, er gibt auf. Damit 4-0 gewonnen. Und jetzt mal die erste Runde überstanden. Let's go. Okay, nächstes Game. Wir bleiben weiter drin. Zico. Geil. Und jetzt gleich mal hier. Eduardo. Komm, Junge. Ja, da ist es 1-0. Und jetzt kannst du direkt raus. Jetzt wirst du ausgewechselt. Okay, wichtig. Gleich mal das 1-0 hier gemacht. Jetzt kommt er aber mal. Mit Zola. Und Puskas. Und da ist es 1-1. Van Nistelrooy schaut blöd durch die Wäsche. Aber jetzt mal einfach R1 drücken. Einfach R1 drücken. Mit Zico. Ja, FIFA ist so einfach. Was ein Ball auf Zola. Und er macht es 1-2. So schnell dreht er hier das Spiel. Aber wir bleiben drin, wir müssen uns raffen. Jetzt mal ein bisschen eincremen. Ja, Zico. Oh mein Gott, die 100%igen muss man halt mal machen, ne? Zurück, Jungs. Van Nistelrooy. Nee, da ist es 3-1. Was sind das jetzt für bodenlosen Tore? Aber wir spielen hier gerade schon wieder einen Müll auf. Obwohl, warte mal. Was ein Ball. Auf Hugo Sanchez und der macht ihn. Das lässt er sich nicht zweimal sagen. Warum presst er mich so? Bitte jetzt nicht. Nicht Cruyff. Oh mein Gott, was macht der? Was ein Scheunentor-Game. Beide nach hinten gar nichts und nach vorne dafür 120%. Neymar, geh ab. Komm, du bist doch klein und quirlig. Und steck ihn durch. Und wieder 90. Auf Zico, der macht ihn. 4-4. Jetzt stecken. Stecken auf Cole. Wir sind in Überzahl. 90. Rüber Svetten auf Hugo Sanchez. Und da ist es 5-4 wichtig. Und wir gehen mit 9 Toren in die Halbzeit. Boah, was ein Ball. Komm, mach gleich das 6-4. Mach den Deckel schon mal ein bisschen drauf. Hugo Sanchez. Auf Hugo wieder. Komm, Hugo. Mach ihn irgendwie weg, Hugo, komm. Oh, was ein Labla. Nee, kein Konter jetzt. Zurück, Männer. Blocken irgendwie. Macht er überragend. Weltklasse gemacht von Neymar. Wir erhöhen wieder auf 7-5. Nicht die Olga. Die Olga fährt den Schlitten in 16er. Puskas. Aber Nistelrooy. Läuft der so ins Leere? Nee, Van Nistelrooy. Bester Keeper und dann... Dann wird's nochmal spannend jetzt. Komm, Tempo anziehen mit Cole. Aber das ist eine Rot, Ref. Gib ihm den roten Karton. Nee, will er nicht. Aber ich mach Freistoß-Taktik. A la Noel. Jetzt den Konter kassieren. Dann wär's der Noel Classic. Nee, 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 nee. Lautrop runter. Und Olga leitet den Konter ein. Aber Duke. Komm, Neymar, lauf jetzt zur Eckfahne. Lauf um dein Leben. Oder warte, Hugo? Hugo Sanchez, Ballrolle und rein das Ding. Dann ist halt jetzt der Deckel drauf. Wir gewinnen mit 8-6. Am Ende sind 14 Tore gefallen. Hugo Sanchez macht 5 davon. Let's go, Halbfinale. Zeigt mir sein Team. Okay, Jule Zico Zola, Emilio Butragueno. Mal gucken, was wird. Eduardo. Geil. Jetzt stecken. Auf Eduardo. Komm, mach dein Ding. Mach dein Ding und dann geh raus. Schade, leider nicht. Okay, wir wechseln wieder die üblichen Verdächtigen ein. Und dann mal gucken, ob wir das Halbfinale ziehen können. Was macht der? Überragend gemacht, 0-1. Hugo Sanchez. Oh, was habe ich mit ihm gemacht? Und da ist es 1-1. So habe ich mit ihm gemacht. So, zack, zack. Ne. Und er auch wieder. Es ist ein cremiges Game, wie gesagt. Nein. Hilfe! Nagelt der das Ding da mit Hullet rein. Hullet ist so vercheatet. Also der war noch mal krasser. Was kann der für Glitches? Einfach Hacker im Fooddraft oder was? Ich dachte, Hullet kann nur Staubsaugen. Was macht der hier schon wieder mit mir? Das ist 5-1. Ich sehe gar kein Land. Zico? Ja, Zico machen. 5-2. Bye, have a great time. Wow.
Boah, hab ich den weggeflext. Hä? Was macht der? Sind diese OP-Schüsse wieder back oder was? Man kann die nicht verteidigen. Hugo Sanchez, 6-3. Back-to-back Scheunentor-Simulator oder was? Wir gehen mit einem 6-3 in die Pause. Es wird sehr schwer gegen den. Der macht, glaube ich, den ganzen Tag nichts anderes als FIFA zocken. Geh raus, treff dich mit Freunden. Geh in die frische Luft. Nicht Butragueno. Was soll ich machen? Man kann das alles nicht verteidigen. Obwohl, hinten ist er echt Arsch, ne? Hinten ist er Kacke. Der macht nur vorne so vercrackte Sachen. Nicht wieder Hullet. Ich zock das Spiel halt nur, wenn überhaupt, einmal in der Woche. Da check ich gar nicht, was es gerade für Glitches gibt. Jetzt vielleicht nochmal mit Neymar. Neymar, geh ab. Wieder auf Hugo Sanchez und er macht ihn. 8-5. Wir versuchen alles hier in den Reis jetzt nochmal zu legen. Maybe wird's ja nochmal was. Und wir bekommen noch einen Elfer. Komm, Zico, mach ihn. Rechtes Eck und er noch in die Mitte. Zwei Buden noch irgendwie. Also das ist frech. Er drückt uns dreimal mit Hullet genau so ein Tor. Und die kannst du einfach nicht verteidigen. Was willst du da machen? Damit rechnet kein Schwanz, dass der reingeht. Klar, man kann Keeper steuern, aber so schnell schaltet man nicht mal. Das Ding ist over. Wir verlieren am Ende mit 6-9. Wieder 15 Tore passiert. Also war das ein crazy Draft. Fliegen aber im zweiten Draft leider im Halbfinale raus. Mal gucken, ob wir noch irgendwelche Packs bekommen. Maybe gönnt's ja irgendwie. Was gibt er uns hier? Spanien? ZOM, Spanien immer Schmutz. Ja, weiter, weg damit. Dann gehen wir noch in das Pack. Wieder Back-to-Back Spanien. Da müssen wir loslassen, glaube ich. Packs mal wieder Arsch, wie immer. Aber wenn euch das Video doch gefallen hat, lasst doch sehr, sehr gerne Liebe da, wenn ihr öfter den vercrackten Bär in den Videos sehen wollt.